Vor dem Spiel gegen den haushohen Favoriten Jena Groß. Das ist schon ein besonderes Spiel, sagt Trainer Harald Häse. Wir können mit den Augen stehlen, sagt er. Schauen, wie sich ein Jan Schimak bewegt, wie die Jena ihr Spiel aufziehen, in die Zweikämpfe gehen. Man könne immer etwas mitnehmen. Für ihn und seine Mannschaft also eine Art Lehrstunde. Für seinen Trainerkollegen auf der anderen Seite Pflicht und Premiere zugleich, Bodo Böck. Ja, viele Augenpaare sind auf sein Debüt gerichtet. Es wurde viel im Kraft- und Ausdauerbereich gearbeitet, sagt er, der 50-jährige Fußballlehrer. Und wenn das so ist, hat das möglicherweise Auswirkungen auf die Spritzigkeit seiner Mannschaft. Die Unterstützung nach wie vor vorhanden beim FC Carl Zeiss. Jena von links nach rechts mit Lindemann. Und das war eine Forderung des Trainers. Nicht abwarten spielen, möglichst sofort Druck aufbauen. Lindemann hat erst einmal getan. Mehr Ballbesitz, FC Carl Zeiss. Aber sie tun sich schwer. Hier Henge mit dieser Möglichkeit. 4-5 Mal vorher waren sie ins Abseits getapst. Das war eine schöne Aktion des FC Carl Zeiss. Gute Parade von Jens Kolditz. Das letzte Spiel hier in Altenburg im Punktspielbetrieb oder Pokalspielbetrieb gab es 1956, vor 55 Jahren. Selbst Günter Grohmann, der 70-jährige Mannschaftsleiter der Altenburger, kann sich daran nicht mehr erinnern. Da war ich ein junger Bub, sagt er. Jetzt aber seine Mannschaft im Angriff. Mit David Weiße, der vor dieser Partie für seinen 250. Einsatz geehrt wurde, und der Bundesliga-erfahrene Alexander Vogt gerade noch rechtzeitig zur Stelle. Das ist natürlich etwas ganz Besonderes für die Kicker von Motor Altenburg, gegen Ex-Bundesligaspieler auflaufen zu dürfen, wie Vogt, wie Henge, wie Schimak. Und sie machen ihre Sache gut, die Außenseiter. FC Carl Zeiss noch nicht mit den zündenden Überideen. Das ist Böhme. Oh, hier vertändelt er den Ball gegen René Eckhardt. Und Möglichkeit für Sebastian Henge. Und da waren viele im Stadion rund, das ja 25.000 fast, der Meinung, naja, den muss der erfahrene Stürmer an sich machen. Hier Eckhardt. Alle sind im Prinzip ausgespielt. Und dann freie Schussbahn für Sebastian Henge. Dann werden die Schuhe noch einmal gebunden, damit das mit dem Freistoß auch klappt. Landeka steht bereit und der Kroate macht's mit links. Jens Kolditz, ein Mann ohne Fehl und Tadel. Es wird die erwartet schwere Aufgabe für den Drittligisten, weil sie knien, sie stemmen sich hinein, die Spieler von Motor Altenburg. Und da gibt es viel zu notieren auf den Notizbüchern der Gäste. Patrick Sander muss die Mannschaft ja auch erst einmal kennenlernen. Da kann dann von vornherein nicht alles klappen. Schüsschen von Eckhardt. Es fällt aber auf, Jena doch mit vielen, vielen Defiziten. Und er, Harald Häse, ist bester Laune. Bisher geht alles auf, was sie sich vorgenommen haben. Voriges Jahr hatten sie Rot-Weiß Erfurt ja eine tolle Pokalschlacht geboten. Aber hier haben sie das erste Mal Schwierigkeiten, richtige Schwierigkeiten nach diesem Kopfball von Robert Zickert. Wird auf der Linie geklärt von Reichel. Reichel, der da richtig steht. Schöner Kopfstoß von Zickert und dann Reichel. Sie sind dennoch optimistisch, die Fans des FC Carl Zeiss, dass das hier ein Sieg werden wird. Alles andere wäre ja auch eine Sensation. Aber Altenburg bekommt immer noch einen Fuß dazwischen, wie hier Reichel gegen Lindemann. Er hat sich viel notiert, der neue Mann Patrick Sander beim FC Carl Zeiss. Die zweiten 45 Minuten. Und es ist schon überraschend, wie keck der Gastgeber, der Außenseiter, hier auftrumpft. Da rutschen dann zwei Mann weg, aber Berbig ist gefragt. Und Möglichkeit für René Eichelkraut. Reichel und Eichelkraut haben diese Chance inszeniert.
Erfurt setzte sich hier im letzten Jahr dann so ab der 65., 70. Minute durch. Mjatke. Und das ist dann auch erwartet worden, dass sich jetzt die Chancen, die Möglichkeiten für den Favoriten häufen. Aber Jens Kolditz ist ein Teufelskerl. Der hält hier jeden Ball, bekommt immer irgendwie ein Körperteil noch dazwischen. Landeker. Oh, freie Bahn für Eckhardt. Da hat er Schwierigkeiten. Überhaupt große technische Defizite teilweise beim FC Carl Zeiss in diesem Spiel. Und wieder macht Jens Kolditz genau das Richtige, kommt zum richtigen Zeitpunkt heraus. Und so hat dann Eckhardt keine Chance mehr. Schimak. Jetzt ist er mit Freistößen gefragt und das war ein gefährliches Ding. Aber wieder ist Jens Kolditz dran. Aufopferungsvoller Kampf der Spieler von Motor Altenburg. Jetzt sind sie fast ausschließlich hinten gebunden und jetzt machen sich auch konditionelle Nachteile bemerkbar. Tolle Aktion von beiden, schöner Schuss von Schimak, aber auch eine gute Parade von Jens Kolditz. Schimak, jetzt hat er Geistesblitze und jetzt gibt es wieder Möglichkeiten für den FC Carl Zeiss. Wieder Sebastian Henge. Henge, der ja nicht immer im Stamm spielte, auch harte Kritik über sich ergehen lassen musste. Ja, es wäre ein Erfolgserlebnis für den FC Carl Zeiss. Das würde Selbstvertrauen bedeuten, wenn sie hier diese Pokalhürde überspringen würden. Aber Altenburg macht es ihnen nicht so einfach. Henge, jetzt die nächste Möglichkeit für den Sturmführer des FC Carl Zeiss. Und diesmal nutzt er es. 63. Minute. Vorausgegangen, wieder ein toller Pass von Schimak. Und diesmal ist Henge erfolgreich. Hatte sich angedeutet, wenn man ehrlich ist. Eine Körpertäuschung reicht dann manchmal, um den Klassenunterschied auch zu demonstrieren. Und dann kommt der tapfere Kolditz nicht mehr ganz heran. Und es steht 1:0 für den Favoriten, für den FC Carl Zeiss. Ja, ist Motor Altenburg noch zu einer Antwort fähig? Die Mannschaft steht ja auf Platz 2. Sie haben sich etwas vorgenommen in der Thüringen-Liga. Schimak. Und sie sagen ja, wenn es denn klappen sollte, vielleicht sogar mit dem Aufstieg. Keiner hätte etwas dagegen, aber das wird schwierig. Sie treffen sich 3 bis 4 Mal in der Woche. Zum Fußball sind ansonsten ja alle berufstätig. Aber ein 0:1 gegen den FC Carl Zeiss Jena, das heißt auf gar keinen Fall Aufgabe. Schöner Schuss vom eingewechselten Mike Wegner. 24 Jahre ist er als Lagerist beschäftigt. Und Tino Berdych. Es wird nicht so einfach, das war Patrick Sander vor Spielbeginn klar. Aber jetzt haben sie auch läuferische Vorteile. Aber sie sündigen nach wie vor mit ihren Chancen. Sebastian Henge, alles ist auch nicht so einfach auf diesem Platz. In dieser traditionsreichen Arena. Wie gesagt, 25.000 Menschen gehen hier rein. Größte Stadion in Thüringen. Sebastian Henge, Einsatz stimmt beim FC Carl Zeiss. Das waren ja auch die ersten Eindrücke von Patrick Sander im Training. Alle ziehen mit, hat er gesagt. Und jetzt hat Eckhardt freie Bahn und das nutzt er aus. 2:0 nach 83 Minuten. Ausgangspunkt hier, dieser schöne Einsatz vom Torschützen des 1:0 von Sebastian Henke. Dann Mjatke. Der eingewechselte Pichino. Und dann René Eckhardt. Vor allen Dingen in den ersten 45 Minuten wollte er wohl etwas mehr sehen von seiner Mannschaft. 0:0, das spricht ja Bände. Aber mittlerweile ist der FC Carl Zeiss klar Herr im Hause. Mjatke. Ja,
gibt Elfmeter nach diesem Foul von Kröber. Aber der sagt auch dem Schiedsrichter, es war kein Strafstoß, das Foul war vor dem Strafraum und da hat er recht. Dennoch Elfmetermöglichkeit für Jan Schimak, das 3:0 zu machen. Und der Tscheche ist da ganz sicher, ganz kalt, ganz cool. Gar keine Abwehrmöglichkeit für Jens Kollwitz. 3:0 also. Damit läuft das Spiel in den erwarteten Bahnen. Und Patrick Sander hat Grund zur Freude, aber er weiß auch, es wird noch viel, viel Arbeit vonnöten sein, um da unten aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Achim Schröter bitte mit den Stimmen zum Spiel. Bis zur 63. Minute stand die Null. Haben Sie insgeheim gehofft, dass da vielleicht doch was geht? Ja, klar. Hofft man immer wieder. Ne? Aber erstmal Kollwitz, unser Jens Kollwitz, unser Torwart, riesig gehalten. Und dann haben wir natürlich gleich nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit ein Riesenbrett, wo wir einfach das 1:0 machen müssen. Wer weiß, ob die Jener dennoch nervöser werden, aber hinten raus dann die Kraft nachgelassen und dann haben sie schon ihre Klasse gezeigt. Haben Sie die Nacht in Ruhe verbracht vor diesem Spiel oder wussten Sie, dass heute das ein ganz schwerer Tag wird? Ja, ich bin eigentlich schon einer der Älteren in der Mannschaft und da ist man dann nicht mehr ganz so aufgeregt. Haben wir schon genug Spiele gemacht. Also die Jungs wollen, das ist erstmal positiv, haben alle in der Woche gut mitgezogen. Mir war es auch wichtig, dass ich nicht so viel wechsle, dass die Jungs diese 90 Minuten Trainingsbelastung erfahren, um dann auch in der nächsten Woche wieder neu zu starten. Wenn man das so hört, das klingt ja schon so ein bisschen wie große Durchsicht. Sind denn so viele Baustellen in der Mannschaft? Es sind große Baustellen in der Mannschaft und wenn man sich dann das Spiel heute, speziell in der ersten Halbzeit angeguckt hat, sind es noch mehr als große. Und in dieser Menge, wie gesagt, hätte ich das so nicht erwartet. Aber es ist eine ganz normale Geschichte. Mannschaft steht da unten drin, hat 10 Punkte, ist letzter. Neuer Trainer kommt, neue Ideen kommen rein, neue Trainingsreize werden gesetzt. Dass das erstmal sacken muss bei den Spielern, ist auch klar. Außerdem bin ich kein Wunderheiler und auch kein Zauberer, sondern nur ein Arbeiter. Ja, aber so war es ein Erfolg fürs Selbstvertrauen und ein wichtiger Schritt Richtung Bielefeld-Partie. Für Altenburg-Spieler war es das große Fußballerlebnis trotz des 0:3 gegen den Favoriten. Tja, es macht aber großen Spaß, Patrick Sander zuzuhören. Und immerhin, seine Premiere ist gelungen und ein Erfolgserlebnis für die Mannschaft. Diese Bilder.